Sony Computer Entertainment presents Japan Studio From Software Bloodborne. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Let's Die. Wir spielen heute kurz mal Bloodborne an. Beziehungsweise ich spiele das mal an. Und ich sage voraus, also ich sage schon mal vorab, das ist definitiv kein Spiel für mich. Das ist überhaupt nicht ein Spiel für mich. Es ist ein Genre, das ich noch nie gespielt habe, was ich eigentlich auch nie spielen wollen würde. Aber, keine Ahnung, ich habe so viel Gutes gehört und ein Freund von mir hat mich so kirre gemacht, dass ich mir dieses Spiel jetzt einfach gekauft habe und ich will es einfach mal anspielen. Ich werde daraus kein Let's Play machen. Ich dachte schon, draußen hupen die Leute, das ist die Musik über meinen Kopfhörer. Also, ich werde kein Let's Play daraus machen, das würde ich schon mal vorab sagen. Denn ich weiß, das Spiel ist mega lang, es frisst mega Zeit und die will ich darin einfach nicht investieren. Ich will das Spiel jetzt einfach nur mal anspielen, um zu sehen, wie intensiv ich sterbe und ich muss mal kurz, Moment, boah, ist das laut. So, das wird erreichen. Entschuldigung. Wie gesagt, kein Let's Play daraus, sondern einfach nur ein Let's Die. Ich will sehen, wie ich mich am Anfang schlage. Ich werde das privat weiterspielen. Vielleicht ab und zu mal hier und da ein paar Aufnahmen machen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber ich würde sagen, ich höre es auf zu quatschen und wir fangen einfach mal an und sehen, wie oft ich sterbe. Und ich werde zwischendurch auch mal ein bisschen was quatschen. Ich starte mal. Speicherdaten werden erstellt. So. System. Steuerung, Anpassung. Ach, Untertitel 1 natürlich hat auch. Musik, Soundeffekte, Stimme lasse ich alles standardmäßig. Helligkeit. Mach ich mal ein bisschen heller hier. Für euch extra. Netzwerk, Sprache. Text. Nimm natürlich Deutsch. Stimme, nimm natürlich Deutsch. Damit wir auch eben halt was verstehen. Überwiegend ich. Steuerung, gut. Kameraempfindlichkeit mache ich mal ein bisschen hoch. Kontrolle, Vibration, ja okay. Kamera, Autoanpassung, automatisch Zielwechsel, boah. Ich sage schon mal vorab, ich habe mega Schiss vor diesem Spiel. Ich habe damals mal Dark Souls, diese Reaper Edition, ich weiß nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall diese Dark Soul Erweiterung da, mit der Erweiterung gespielt. Und nach der ersten halben Stunde oder dreiviertel Stunde habe ich schon aufgegeben, weil ich bin am Anfang schon gestorben. Ich dachte, das ist doch nicht normal. Wie kann man direkt beim Tutorial so sterben? Es war vollkommen normal. Ja. Und ja, Bloodborne, keine Ahnung. Ich finde das Spiel einfach mega geil. Ich habe ein Let's Play davon gesehen und ich will einfach mal wissen, wie es ist, wenn ich selber spiele. Ich weiß, was ich am Anfang alles machen muss. Ich glaube, einen minimalen Bruchteil des Anfangs weiß ich. Zumindest bis zum dritten Endgegner weiß ich, was gemacht werden muss. Klar, ist ein bisschen doof, aber ich will das Spiel selber spielen. Es ist was anderes, wenn man es selber spielt. Neues Spiel, okay, gut, das haben wir ja alles, ne? Regler anpassen, bis Mann sichtbar und Bestie unsichtbar ist. Es würde wahrscheinlich dann eher noch nicht mal so. Okay, ich lasse aber trotzdem erstmal so. Und starten wir mal das Spiel. Achso, okay. Dann alles nochmal einstellen. Und jetzt starten wir das Spiel. Ja, ich habe kaum ein Wort verstanden. Irgendwie ist das mega leise auf meinem Kopfhörern. Okay, ich weiß ja schon, wie die Figuren aussehen können und so. Aber ganz ehrlich, ich finde die Figuren mega hässlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Name eingeben. Ach ja, genau, hier war ja das mit. Ich mache aber lieber so. Wie nennen wir uns denn? Ich würde sagen... Nein, hallo? Wie macht man nochmal Zeichen groß? Etwa hatte ich doch eben.
Egal, wir nennen uns jetzt einfach Jesse. Oder? Nee. Wir nehmen einfach Chester, das klingt etwas besser. Etwas London-mäßiger Viktorian. Naja, genau, ich habe eine Idee. Und zwar, wir nennen uns... Moment. So. Wir nennen uns Benedikt. Warum? Das, ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Benedict Cumberbatch. So, wir heißen Benedict. Geschlecht sind wir männlich. Alter sind wir reif gealtert. Ich würde sagen, wir bleiben jung. Herkunft, oh Gott. Oh Gott. Also mir wurde schon geraten, ich soll den Nichtsnutz um jeden Preis vermeiden, denn der ist nur etwas für Profis. Ich muss mal kurz was hier machen. Moment, ganz kurz. Nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal ein bisschen woanders was rumhantiere. Das liegt einfach nur daran, ich habe hier zwei Bildschirme. Einer für die Tonaufnahme, einer für das Spiel. Und, ich muss ein bisschen am Bildschirm hier vom Rechner noch gucken. Denn das ist das erste Mal, dass ich so aufnehme. Ich nehme seit Monaten erstmal wieder mit dem Aufnahmegerät auf. Aber ich will jetzt nicht hier groß rumquatschen. Wir wollen uns um das Spiel kümmern. Ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Ich werde auf jeden Fall den Anfang, soweit ich kann und soweit meine Motivation mithält, wir spielen, aufnehmen. Aber jetzt erstmal gut. Angst also. Normal, glückliche Kindheit. Alle Tribute durchschnittlich. Oh Gott. Letztes Mitglied eines Dorfes. Hohe Lebensessenz und Kraft. Einziger Überlebender. Schwieriger Kindheit. Unglückliche Kindheit. Dadurch sehr belastbar. Leben voller Gewalt. Vergangenheit voller Gewalt. Unbedacht, aber stark. Professionell. Perfekt geeignet für Detektivarbeit oder Wissenschaft. Militärveteran, kriegserfahren, ein Soldat mit Stärke und Geschick. Noble Abstammung, Spross einer guten Familie mit Stolz auf dem auf den Stammbaum. Ein grausames Schicksal, schlimme Erlebnisse, aber jetzt sehr selbstbewusst. Nichts nutzt ein Nichts ohne jedes Talent, deine Geburt war ein Fehler. Oh Gott. Also Blutechos weiß ich, dass das die Erfahrungen sind. Vitalität ist ganz, ganz wichtig bei mir. Militärveteran, was hat denn der? Blutfärbung 7, das ist mit Schrotflinte, ne? Arkan, das weiß ich nicht, was das ist. Einziger Überlebender, der hat im Grunde eigentlich hohe Lebensessenz und Kraft. Ich würde sagen, schwierig. Also ich würde schon sagen, einziger Überlebender, oder? Also, ne, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ist. Ich habe es nur im Let's Play gesehen, mal. War auch sehr interessant. Ich würde sagen, einziger Überlebender. Sieht eigentlich ganz gut aus. Vitalität 14, Ausdauer 11, Stärke 11, Geschick 10, Blutfärbung 7, Arkan 7. Ich nehme einziger Überlebender jetzt, ne? So, Aussehen. Geschlecht, also hat man ja schon. Naja. Alter, hat man auch schon. Stimme. Kann man die irgendwie anhören? Ich würde sagen, wir nehmen die hier. Passt ein bisschen zu mir, ne? Ich sehe ein bisschen jung aus, aber hab eine etwas erwachsenere Stimme. Manchmal jedenfalls. Körperbau. Standard. Durchschnittliche Figur. Dünn. Schlanke Figur. Sehr dünn. Sehr schlanke Figur. Kräftig. Muskulöse Figur. Sehr kräftig. Sehr muskulöse Figur. Kräftiger Oberkörper. Kräftiger Unterkörper. Achso, da kann man es sehen. Okay, gut. Kräftig. Großer Kopf. Also, da ich ja von Natur aus auch ein etwas kräftigeres Kerlchen bin, würde ich sagen kräftig, ne? Ja, bin ihm kräftig. Größe anpassen. Soll das Meter sein? Achso, der Kopf, okay. Ja. Ja, der Kopf ist 1,28 Meter. Ja. Ich will das Spiel nicht ins Lächerliche ziehen, verdammt. Entschuldigung. Aber ich würde sagen, wir belassen das hier jetzt auch ein bisschen, ne? Oder? Hier kann man ein bisschen zoomen. Ja, belassen wir das einfach mal. Basis Hautfarbe. Das sieht ein bisschen aus wie die von Attack on Titan, oder? Da ich auch so ein bisschen blass bin. Na, so blass natürlich jetzt nicht, ne? Ich würde sagen, die sieht ganz gut aus. Oder die? Ich nehme die hier. Das passt ein bisschen zu mir. Hautfarbe, achso. Nee. Gesichtsdetails. Gesichtsvorgaben.
Nee, Gesichtszüge, Gesichtsform. Gesichtssymmetrie, Nase, nee. Stirn, Augen, Nasenrücken. Ich will es auch nicht zu lange hier jetzt rumhantieren. Boah, ich könnte den jetzt so machen wie Benedict Cumberbatch, aber ich weiß nicht. Sieht ein bisschen aus wie Tom Hiddleston, oder? Wer den nicht kennt, den Namen Loki aus der Thor-Reihe, also Thor, der Bruder von Thor, Loki. Der Darsteller heißt Tom Hiddleston. Auch ein super Darsteller. Ja, ich lasse ihn jetzt einfach mal so, oder? Ja, ist großartig hier rumzuhängen. Hautfarbe, Haare. Haare, so. Oh, Haarausfall vom Feinsten. Das sind die Standardhaare, okay, ja. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Dante. Ja, lange Haare? Nee, okay. Ich mag zwar sehr gerne lange Haare, aber... Oh, hallo Schätzchen. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir nehmen die hier, ne? Ja. Die hier, die Haarfarbe. Kann man auch schneller weitergehen? Nee, rot? Okay, ja, rot soll es nicht sein. Soll mir so... Was passiert, wenn ich blau mache? Also ein blauer Stich drin. Bisschen dunkler, bisschen weniger rot. So, ja, ja. Nee, grün, ne, rot. Das ist so ein bisschen braun ist das, ne? Wenn ich das richtig sehe. Was passiert, wenn wir hier so weiter? Ja, okay, nee, dann werden sie lila, glaube ich. Ein bisschen so. Okay, ich würde sagen, das belassen wir. Das sieht ein bisschen... schwierig. Grün, ne, weniger grün. Das ist zu viel. Verdammt, das ist nicht gerade so einfach. Rot, so. Ich will so einen braunen Ton hinkriegen, ne? Das ist mir so ein Blond, würde ich sagen. So, es ist ein hellbraun. Blondbraun, irgendwie sowas. Das ist grau. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich hab's eh nicht so mit Farben. Ja, ich würde sagen, ja, gut, das belassen wir. Die Augenbrauen. Ne, lassen wir die Standard, ne? Braunfarbe. Lassen wir so. Bart. Aha. Also man kann schon eine Menge machen, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Diesen 3-Tage-Bart. Bartfarbe. Ne, können wir so lassen. Wimpern lassen wir auch. Wimpernfarbe kann man eh nicht sehen. Gerade habe ich das Gefühl, dass wir den nicht sehen. Pupillen. Pupillengröße, Pupillenfarbe. Wie nah kann ich eigentlich ranzoomen? Da ich ja so schön grün-blaue Augen habe. Ist eine ganz komische Mischfarbe. So. Tätowierung mal Brille. Was soll das sein? Dreck oder was? Okay. Nimm mal die hier noch dazu, ne? Ne, brauchen wir nicht. Brille. Oh mein Gott, Harry Potter! Ich finde, er sieht eigentlich ganz schnuckelig aus. Ich weiß nicht, irgendwie sieht er cool aus, aber auch irgendwie nicht. Auf jeden Fall besser als, nicht Standard, so. Gut, wie komme ich jetzt wieder zurück? Gespeicherte Favoriten laden, aktuelle Einstellungen als Favorit speichern. Manchmal so, so, ja. Gut, dann wieder zurück. Gut, kann man so lassen. Und ich würde sagen, wir starten das Spiel hoffentlich mit dem nächsten Klick. Aber ich würde sagen, wir starten es in der nächsten Aufnahme. Ich will die Folge nicht zu lang machen, denn das dauert dann noch so länger, um hochzuladen und sowas. Ich mache eins so, keine Ahnung, 15 bis 20 minütige Cuts.
und das ist jetzt erstmal nur die Einleitung hier von der Figurenerstellung und ein bisschen Gequatsche. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder, wenn's heißt Let's Die Bloodborne. Und macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ich hab so Angst. Ah.